Er liefert sich ein jahrelanges Versteckspiel mit der Polizei, legt Bomben und erpresst Kaufhäuser. Was jetzt erstmal klingt wie der Klappentext auf einem Krimi, ist Anfang der 1990er Jahre wirklich passiert. Unter dem Tarnnamen Dagobert, benannt nach der steinreichen Ente aus den Disney-Comics, wird ein gelernter Lichtreklamemacher berühmt. Er, erfinderisch und flink, die Polizei fast immer einen Schritt zu langsam. Im Interview mit Spiegel TV blicken Dagobert und der Mann, der ihn jagte, zurück auf die Verbrechen. Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Bundesrepublik nimmt im Mai 1988 seinen Anfang im damaligen West-Berlin. Ein Unbekannter erpresst das Nobelkaufhaus KDW. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, lässt der Erpresser nachts eine Bombe in dem Shoppingtempel detonieren. Telefonisch diktiert er die Modalitäten zur Übergabe des geforderten Lösegeldes. Und jetzt noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben. Sie fahren jetzt zum S-Bahnhof Bukower Chaussee und fahren mit dem Zug um 20.43 Uhr Richtung Frohnau. Was niemand ahnt, hinter der Stimme steckt Arno Funke. Ein Berliner, der aus Geldnot auf die kriminelle Bahn gerutscht ist, Gewalt gegen Menschen aber ablehnt. Banküberfall wäre für mich natürlich etwas schwieriger gewesen, weil ich da Schwierigkeiten hätte, jetzt einer realen Person gegenüberzutreten, sie zu bedrohen und Geld zu fordern. Das Unternehmen geht auf die Forderung ein und zahlt eine 500.000 D-Mark an den Täter. Der Fall gerät in Vergessenheit, bis es knapp 4 Jahre später in Hamburg erneut zu einer Erpressung kommt. In einer Karstadt-Filiale explodiert eine Bombe. Der Täter droht mit weiteren Anschlägen, wenn der Konzern nicht zahlt. Die Polizei tritt über Zeitungsannoncen mit dem Erpresser in Kontakt. Der Erpresser möchte darin Dagobert genannt werden. Bei der Wahl des Pseudonyms steht der Zufallpate. Ich habe da ein bisschen gegrübelt. Und dann sah ich auf meinem Schreibtisch einen Tonbeutel liegen, wo später eigentlich das Geld rein sollte. Und da war eine Dagobert-Figur drauf. Und dann habe ich gedacht, naja, Dagobert grüßt seine Neffen, weil der für Grüße und Glückwünsche ist, die Rubrik, das passt. Und das wird wahrscheinlich auch so schnell keiner schreiben, durch Zufall. Dagobert fordert damals 1.000.000 D-Mark vom Karstadt-Konzern. Sein Gegenspieler bei der Polizei wird Michael Dalecki, ein Mann mit FBI-Erfahrung. Er übernimmt die Leitung einer Sonderkommission, die für den Fall eingerichtet wird. Das Vorgehen des Täters ist für die Beamten eindeutig. Daher war es dann klar, wir haben einen neuen Erpresser. Und dann macht man das, was man in solchen Kriminalitätsfällen tut. Man geht zum Schein drauf ein und dann nimmt es seinen Lauf. Rund 300 Kilometer entfernt hackt Dagobert in seiner Laube in Berlin-Bohnsdorf damals das weitere Vorgehen aus. Zentrale Frage, wie gelangt er an das Geld, ohne mit der Polizei in direkten Kontakt zu kommen? Man kann denen natürlich sagen, ja, bitte stellen Sie den Koffer da irgendwo hin auf einer Wiese mitten im Wald. Ja, meinen Sie, wie viele Polizisten da drumherum stehen? Das Geld soll in eine Tasche gesteckt werden und auf der Zugstrecke Hamburg-Berlin während der Fahrt auf die Gleise fallen. Tatsächlich gelangt er an die Tasche. Doch statt der Kohle hat die Polizei sie mit Papierschnipseln gefüllt. Der Täter erhöht den Druck. Im September 1992 zündet er Sprengsätze in 2 weiteren Karstadt-Filialen. Ich musste ja darauf reagieren, dann blieb mir ja auch nichts anderes übrig. Ich hätte gern darauf verzichtet. Aber dann spricht man natürlich mit der Polizei. Später, als wir dann telefoniert haben, sie sagen natürlich, sie brauchen uns das nicht zu demonstrieren, dass sie das können. Ich sage, es bleibt mir nichts anderes übrig. Wenn sie natürlich sich nicht an meine Anweisungen halten, kann ich es ja nicht ohne Folgen lassen. Geht doch gar nicht. Muss ja irgendwelche Folgen haben, sonst können wir die Sache gleich sein lassen. Es folgen weitere gescheiterte Lösegeldübergaben, bis Dagobert einen neuen Plan ausheckt und das Spiel mit der Polizei in den Berliner Untergrund verlegt. Da habe ich dann eben so an David Copperfield gedacht, so Zaubertricks mit doppeltem Boden zu arbeiten und solchen Sachen.
Funke führt die Beamten zu einem U-Bahnhof im Süden der Metropole. Vor der Station hat er eine präparierte Streusandkiste platziert. Der Clou: Die Kiste hat einen doppelten Boden und steht auf einem Kanaldeckel. Der Täter wartet im Untergrund darauf, dass das Geld in der Kiste abgelegt wird und er zugreifen kann. Ein verstecktes Mikrofon hilft ihm, die Lage über der Erde zu verfolgen. Den Kopfhörer auf und hatte dann in die Nacht gelauscht und habe dann auch gehört, wie die Polizei kam, wie sie dann später das Geld reingepackt haben. Was haben wir gemacht? Wir haben in diese Kiste natürlich nicht das echte Geld hineingelegt, weil wir gesagt haben, das ist eine Finte. Der probiert nur mal was aus, der will was sehen, der will was testen. Bin dann erstmal wieder in Richtung Heimat gelaufen, durch den Kanal, aber unterwegs kam mir der Zweifel, sag mal, hast du wirklich richtig geguckt? Kann ja wohl nichts wahr sein, dass sie jetzt schon wieder Papier reingelegt haben, obwohl ich ja nun vorher die Bombe da habe hochgehen lassen. Da war ich so unsicher, dass ich mich vielleicht verguckt habe. Dann bin ich wieder zurückgegangen und bin wieder hoch und habe nochmal nachgeguckt. Dagobert entkommt im Untergrund, wenn auch erneut ohne Lösegeld. Die Flucht des Kriminellen hätten die Beamten möglicherweise vermeiden können. Der Trick mit der Kiste kommt in einem Walt Disney Comic vor. Hier ist es Erpel Donald, der auf den Trick reinfällt. Für eingefleischte Fans der Comic-Ente ist klar, welche Ermittlungsansätze nun verfolgt werden müssen. Ich empfehle der Polizei ein intensives Quellenstudium. Studium von Primärliteratur oder simplifiziert ausgedrückt Comics lesen. Die Liste der verpatzten Geldübergaben wird lang und länger und mit ihr auch die des polizeilichen Scheiterns. Rund 30 Mal entwischt Dagobert den Beamten. Eine kostspielige Jagd, für die im Laufe der Jahre angeblich über 20 Millionen D-Mark eingesetzt werden müssen. Januar 1994. Nächster Versuch einer Geldübergabe. Funke lockt die Beamten zu einem stillgelegten Gleis in Berlin-Charlottenburg. Die geforderte Kohle soll hier in eine ferngesteuerte Minilore gepackt werden, die er gebastelt hat. Das haben wir zum ersten Mal in unserem Leben dort gesehen. Das hatte vorher noch niemand auf dem Schirm gehabt. So, jetzt ist da so ein kleiner Kasten oben drauf. Ich sehe es noch vor mir. Und dann soll man da das Geld reinlegen und auf den Knopf drücken, das dann abfahren lassen. Jetzt wussten sie, die Übergabe soll hier stattfinden. Die Lore würde jetzt mit dem Geld, wenn sie jetzt den roten Knopf drücken, irgendwie in die Dunkelheit entschwinden, unter Büschen hindurch und Gestrüpp und wäre dann weg. Und jetzt wollen sie natürlich erstmal sehen, wo sind wir hier überhaupt. Das ist dann nach ein paar hundert Metern aus dem Gleis gestürzt, irgendwo gegengeknallt. Er hätte nur wenige Schritte machen müssen und hätte es gehabt. Und da sah ich dann in der Kleingartenanlage da eine Taschenlampe aufleuchten, da eine Taschenlampe, da eine Taschenlampe. Da kamen die also schon durch die Anlage gelaufen. Und da konnte ich dann nicht mehr länger warten, da musste ich dann gehen. Mit seiner Kreativität hat Dagobert im Laufe der Zeit zwar viele Sympathien gewonnen, aber kein weiteres Lösegeld erbeutet. Nachdem Dutzende Übergaben gescheitert sind, wird der Erpresser scheinbar immer ungeduldiger und damit auch unvorsichtiger. Dagobert hört beispielsweise auf, seine Stimme zu verfremden, wenn er die Polizei anruft. Das Duell Erpresser gegen Ermittler geht schon fast 2 Jahre lang, als das Glück plötzlich die Seiten wechselt. April 1994. Dagobert geht das Ersparte aus. Erneut versucht er, an Lösegeld zu kommen. Da sein Auto den Geist aufgegeben hat, fährt er aus seinem Versteck nun häufig per Fahrrad zu den Telefonzellen, von denen er bevorzugt bei der Polizei anruft. Oder er mietet wie zuletzt einen japanischen Kleinwagen für seine Touren. Da Dagobert seine Anrufe ankündigt, überwacht die Polizei großflächig Telefonzellen in Berlin. Teilweise über 1000 Stück. Der Aufwand zahlt sich aus. Als ich in Potsdam telefoniert hatte, da bin ich dann mit meinem Fahrrad und mit diesem kleinen Huddelauto an einer Polizeistreife vorbeigefahren. Und denen kam es dann eben merkwürdig vor, dieses kleine Auto mit diesem Fahrrad da drin. So fiel ein Daihatsu Cuore auf, der zu einer anrufrelevanten Zeit dort eben eine bestimmte Kontrollstelle passierte mit einem deutlich sichtbaren Fahrrad hinten drin. Die Beamten überprüfen das Kennzeichen. Die Spur führt zu einer Autovermietung, über den Mietvertrag zu einem Namen und letztlich zu einem Foto des Verdächtigen. Es ist Arno Funke alias Dagobert.
So, nun haben wir diese Person observiert. Und dann wussten wir, dass am 22. April eine Geldübergabe ins Haus stand. Die hat er uns angekündigt. Da war ich dann auch schon so ein bisschen unruhig. Da habe ich dann wirklich auch immer überall geguckt, ob ich da irgendwo ein Fahrzeug sehe, was mich verfolgt. Funke betritt eine Telefonzelle in der Treptower Hagedornstraße. Chefermittler Michael Dalecki stockt fast der Atem. So, dann kommt die Situation, dass angerufen wird, dass man im Moment nicht wusste, ist unser Mann, der observiert wird, auch der Anrufer. So, und dann die Befreiung, nachdem der Anruf gehalten wurde, wir dann plötzlich wieder Kontakt hatten mit den Observationskräften und dann zeitlich versetzt nach der Telefonzelle dann wirklich die Bestätigung kam, der Täter ist festgenommen. Das heißt, der Anrufer, den wir zweifelsfrei als Dagobert identifizieren konnten durch seinen Anruf, er sprach ja auch schon lange nicht mehr mit der technischen Stimme, sondern mit seiner eigenen Stimme. Die hat uns erst dann Gewissheit gegeben und dann die Festnahme. Das ist unvergleichlich. Ich hatte mich ja auch gleich, als ich dann die Polizei gesehen hatte und auch gehört hatte, wie sie dann mit ihrem schwarzen BMW, oder war der dunkelblau, jedenfalls um die Kurve geschossen kam mit quietschenden Reifen. Und dann hatte ich mich ja auch an der Ecke schon so hingestellt, habe die Hände hoch, habe dann so gemacht, damit sie sehen, dass ich keine Waffe in der Hand habe. Nicht? Und das wurde dann später von den Medien ausgelegt, ich hätte ihn zugewunken. Der Erpresser ist geschnappt, einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der Bundesrepublik gelöst. Kurz nach seiner Festnahme versuchen findige Geschäftsleute, mit Dagoberts Ruhm Kasse zu machen. Die Firma, in der Dagobert den Daihatsu Cuore anmietete, erweitert spontan ihre Angebotspalette. Wir haben sonst immer früher ganz einfach Pkw, Lkw, Bus ab 29 Mark annonciert. Und jetzt haben wir es halt mit Dagoberts Tipp, den Cuore zu fahren, annonciert. Sicherlich, jeder versucht da irgendwo ein bisschen Profit von zu schlagen. Und für uns ist es irgendwo auch eine gute Werbung. Und man sieht es auch an dem Kundenkreis, den wir haben. Die freuen sich alle, die kommen lächelnd ran und Mensch, toll. Auch im Grand Hotel Graal Müritz bei Rostock herrscht Goldgräberstimmung. Einst hatte Funke hier übernachtet, nun soll der Rubel rollen. Wir sind ja auf die Idee gekommen, sofort diese Dagobert Suite auch in diesem Sinne zu vermarkten, indem wir diese Suite so erhalten werden, wie sie war, als Dagobert hier gewohnt hat. Und vor allen Dingen, wir werden mit entsprechenden Dekorationen, mit Beiwerk, mit Dokumentationen über Dagobert werden wir diese Suite ausgestalten, sodass das wirklich ein kleines Museum wird, wollen wir sagen, wo alles, was über Dagobert zu finden ist, ausgelegt wird, sodass der Gast sich hier damit befassen kann. 9 Jahre Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung. So lautet das Urteil des Berliner Landgerichts 1996. Außerdem soll Arno Funke Schadenersatz in Millionenhöhe an Karstadt zahlen. Knapp 6,5 Jahre sitzt Dagobert hinter Gittern, bis er vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Doch die Zeit als Kaufhauserpresser holt ihn immer wieder ein. Auf den stillgelegten Gleisen in Berlin-Charlottenburg, auf denen Dagobert einst versuchte, mit einer Minilore Lösegeld zu ergattern, haben sich Jäger und Gejagter Jahre später verabredet. Nervosität liegt in der Luft. Seine Beamten. Die haben auch mal gesagt, gleich bei meiner Verhaftung, sie müssen ihn unbedingt mal kennenlernen. Das ist eine ungewohnte Situation. Ne? Ich habe es mir auch lange überlegt, ob ich das überhaupt will, aber nun mache ich das und ein bisschen freue ich mich natürlich jetzt auch drauf. Erstmals treffen die beiden Männer nach Funkes Haftentlassung für ein Fernsehinterview 2011 aufeinander. Ja, wiedererkannt. Ja, Funke. Danke, gleichfalls. Geht's gut? Ja, mir geht's soweit gut. Ja, Ihnen? Sie sehen ja auch gut aus. Finden Sie? Ja. Erinnerungen an die Nacht im Januar 1994, in der Funke beinahe zum Millionär geworden wäre. War natürlich für mich auch ein bisschen unangenehm. Ich konnte keine Taschenlampe anmachen. Ich musste ja wirklich im Stockdüstern hier mich hier so langtasten und immer in die Nacht hineinhorchen. Und dann ist die Lore verunglückt. Ich fand es natürlich sehr bedauerlich, als ich im Fernsehen gesehen habe, das Geld da liegen. Da hat der da oben vielleicht noch mal ein Einsehen gehabt, weil das war nicht manipuliert. Ihnen, aber nicht mit mir. Das war nicht manipuliert. Die Mini-Lore ist nur ein Beispiel für Funkes Erfindergeist, der ihn jedoch nicht zum erhofften Reichtum, sondern in eine Zelle der Justizvollzugsanstalt Plötzensee geführt hat.
man so fragen darf, so dieses Ganze, was damals sich abgespielt hat, die ganze Tat, ja, abgehakt. Manchmal habe ich Albträume. Ja? Ja, das vom Knast, ne? Vom oder? Knast, ja. Also, dass ich dann träume, ich bin mit einmal im Knast. Ich denke, wieso bist du jetzt im Gefängnis? Also, hast du jetzt schon wieder angestellt? Eine Strafe musste ja sein. Naja, ist klar. Meine, was sie gemacht haben, war ja auch nicht ganz ohne. Versöhnliches Ende einer jahrelangen Rivalität, die Deutschland einst in Atem gehalten hat.